Hallo zusammen, hier ist wieder heute Land. Heute bin ich wieder für euch in The War of Inn unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein Achievement, das wir finden unter Erkundung und dann The War of Inn. Hier haben wir das Achievement Schätze der Insel von Dorn. Und dafür müssen wir Folgendes machen. Findet die versteckten Schätze auf der Insel von Dorn. Und das sind insgesamt 12 Stück. Und ich nutze dazu ein Add-on, und zwar Handy Notes, und zwar dann The War of Inn. Und ja, wir sind direkt schon am ersten Schatz auf den Koordinaten 40, 73. Und das ist einmal Schildkrötendank. Und hier haben wir nämlich die Schildkröte von Dalaran. Die sehen wir auch in-game hier auf der Map. Und ja, das ist ein bisschen über diesem ersten kleinen Lager, das wir betreten können. Und dort haben wir hier zwei Mobs. Einmal haben wir eine Ratte und einmal haben wir eine Schildkröte. Und wir müssen jetzt hier Sachen abgeben, die ich schon besorgt habe. Wir brauchen nämlich einmal 5 dornische Hecht und dann brauchen wir im Nachgang noch Goldkiemenforelle. Das sind beides Fische, die kann man angeln, oder ihr macht es so wie ich und kauft euch die Sachen einfach aus dem Auktionshaus. Und als allererstes gehen wir da jetzt ran und geben der, hier haben wir einen Dialog, ne, mit der Schildkröte. Und dann haben wir einmal einen Dialog, bietet 5 dornische Hechte an. Und das machen wir mal. Und dann haben wir jetzt erstmal den ersten Punkt abgehakt. Wir müssen nämlich jetzt hier aus der Zone weg und dann wieder einmal ranfliegen. So, ich bin jetzt gerade weggeflogen, wieder rangeflogen und jetzt müssten wir einen neuen Dialog haben. Genau, bietet eine Goldkiemenforelle an. Das machen wir jetzt als nächstes. Und jetzt haben wir hier quasi einen anderen Text stehen. Nachdem wir quasi den Fisch jetzt abgegeben haben, müssen wir den Standort wechseln. Und ja, jetzt sind wir ein ganzes Stück geflogen, rüber einmal in die Hauptstadt Donegal. Und hier in der Hauptstadt sind wir jetzt auf den Koordinaten 58, 29 und dort geht es jetzt quasi für uns weiter. Und zwar, wenn ihr zweimal die Fische abgegeben habt, dann ist es so, dass sowohl die Ratte als auch die Schildkröte in der Hauptstadt ist und die können wir jetzt anquatschen. Und einmal hier den Dialog aktivieren. Und wie ihr seht, droppt es dann ein kleines Säckchen. Und wenn wir das Säckchen aufnehmen, dann gibt es einmal ein Pet, das wir quasi lernen können. Und ja, damit müssten wir dann auch das erste abgeschlossen haben. Schildkrötendank. Dann sind wir am nächsten Schatz. Und zwar der nächste ist der Lionel. Und da sind wir auf den Koordinaten 40, 59 auf so einer Insel. Und das Erste, was wir machen müssen, ist den Fisch einmal anzuklicken. Und zwar zappelt der liegt auf dem Trocknen. Wir wollen ihn einmal ins Wasser setzen. Setzt den Fisch ins Wasser. Das machen wir. Da haben wir ihn einmal reingekegelt. Und jetzt, wenn wir ihn anklicken, passiert nichts mehr. Jetzt müssen wir nämlich ein paar Krabben holen. Auf der ganzen Insel, hier wo wir ihn gerade ins Wasser gekickt haben, sind hier diese Krabben. Und die müssen wir nicht töten, sondern die können wir anklicken, ne? Und da gibt es verschiedene. Also wir brauchen... Ah, da haben wir sie. Wir brauchen quasi plumpe Schnappkrabbe. Und die können wir quasi anklicken. Und die gibt es dann einfach ins Inventar. Ist ein graues Item. Und wichtig ist, tötet die nicht, klickt die an, ja? Ihr braucht davon insgesamt 5 Stück. Schauen wir mal. Also das sind hier verschiedene. Da haben wir die vierte. Ne, die können wir angreifen. Das ist eine falsche. Da hinten haben wir noch eine, die ich quasi eintüten kann. Die nehmen wir noch mit. So. Gut, also jetzt habe ich 5 Stück und jetzt können wir zurück zu unserem Fisch. Der, ich habe mal mit ihm gequatscht. Der Dialog ist quasi, dass der zu schwach ist und erstmal ein paar Happen braucht. Genau, jetzt haben wir die 5 Krabben hier im Inventar und die können wir ihnen einmal geben. Vielen Dank, bitte nehmt dieses Geschenk. Schauen wir mal, jetzt muss er hier irgendwo ein Geschenk liegen gelassen haben. Ehrlich gesagt, ich sehe kein Geschenk. Gucken, ich muss mal schnell suchen. Sudala. Jetzt nach einer ganzen Weile, ich bin bestimmt jetzt eine halbe Stunde hier weg gewesen, ist der Schatz endlich gespawnt. Ich habe auf WoWhead nachgelesen, es ist leider so, dass bei einigen anscheinend ein Bug besteht. Ausloggen, neu einloggen und dann teilweise auch bei manchen, dass sie länger warten müssen oder nach einer Stunde einfach wiederkommen, dann soll es auf jeden Fall da sein. Also
Es scheint einfach bei manchen zu buggen. Wenn es bei euch gut läuft, dann ist der Schatz quasi direkt an der Stelle da. Sollen wir den mal auf. Und dann haben wir einmal ein Pet drin und es gibt noch 150 Ruf. Und ja, damit haben wir jetzt das zweite Schatzteil aufgesammelt. Dann schauen wir uns den nächsten Schatz an. Und zwar ist der diesmal in einer Höhle. Wir sind hier einmal auf den Koordinaten 45, 62 und der Schatz ist hier schimmernde Opallilie und die befindet sich einmal hier auf 48, 60. Wir werden jetzt einmal hier in diese Höhle reingehen und ich zeige euch, wo ihr langlaufen müsst, dass ihr es vielleicht ein bisschen anders findet. Also ihr seht hier mal diese Gleise, das ist quasi der erste Höhleneingang. Hier links daneben gibt es noch einen und ja, jetzt müssen wir einfach hier geradeaus durch. Und können, wenn dann, hier runterlaufen oder wir kürzen jetzt ein bisschen ab und springen einfach hier einmal in das Wasser rein. Wichtige kleine Randinformation, dieser Schatz teilt sich quasi den Spawn mit anderen Spielern. Heißt, wenn ihn jemand quasi öffnet, dann despawnt er auch für euch und ihr müsst warten. Dementsprechend kann es jetzt sein, wenn hier der eine Kollege, seht ihr, der hat den jetzt gerade aufgemacht und jetzt ist der für mich auch weg und ich muss jetzt hier warten. Auf EOB Headstand, das kann so um die 5 Minuten dauern, also ich muss jetzt einfach einen Ticken warten, bis der wieder kommt. So, jetzt noch ein bisschen warten, ist die Blume da und ich würde sagen, jetzt machen wir die einmal auf und es gibt hier ein paar Ressourcen und zwar haben wir jetzt 0 Lotus einmal bekommen. Und noch ein paar andere Pflanzen. Hier einmal Reiztropfen. Das war, glaube ich, auch noch mit dabei. Das ist auch eine Blume. Gut, dann haben wir den auch abgeschlossen und können weiter. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar sind wir hier bei so einem Pilzmenschen. Das ist einmal auf den Koordinaten 55, 65. Und mit dem Kollegen müssen wir jetzt erst einmal quatschen. Und zwar Ullord, der freiwillige Exilant, schimpft sich der. Und der hat einen Dialog. Ullord selbst, Exil selbst. Geschichte lang habt ihr Holzwurzelkappe. Und wir müssen jetzt einmal lostigern, diese Holzwurzelkappe besorgen. Und die befindet sich hier bei der Höhle. Wenn ihr rauskommt, ist rechts so ein Pilz dran. Ne? Und da können wir einmal draufklicken auf diese Kappe. Die können wir einmal looten. Und jetzt müssen wir quasi zurück zu dem Kollegen. Und er hat jetzt einen Dialog, dass wir ihm das quasi geben können. So. Dann haben wir jetzt hier eine kleine Dialogoption. Und dann müssten wir auch unseren Schatz einmal bekommen. So, ich hatte jetzt hier noch ein bisschen gewartet gehabt. Da ist nichts aufgetaucht. Einmal aus und nochmal einloggen. Und dann ist die Pilzkappe da. Also, ich weiß jetzt auch nicht. Da backt anscheinend gerade wieder einiges rum. Es gibt ein bisschen Ruf, wie bei diesen ganzen Schätzen. Und wir haben ein paar Handwerkmaterialien gekriegt. Einmal die Mykopracht in der bronzenen Qualität und einmal in der silbernen. Gut, dann gucken wir weiter, hätte ich gesagt. Dann sind wir beim nächsten Schatz. Den looten wir jetzt gleich. Und zwar ist das hier Glutgebräu. Dass wir einmal looten können. Ich habe da jetzt 1,5 Stunden drauf gewartet. Deswegen habe ich das weggelootet, denn das ist ein Schatz, der sich mit anderen teilt. Wir sind hier auf den Koordinaten 56, 60. Und dort ist es so, in diesem Lager, direkt bei dem Stand hier, steht quasi ein eingeschüttetes Getränk und direkt daneben kann ein anderer spawnen. Das kann zwischen 1 und 2 Stunden dauern, dass das spawnt. Wenn das einer anklickt, dann ist das quasi weg. Und ihr müsst warten. Zum Teil stehen hier x Leute und ich habe jetzt einen Twink abgestellt und quasi hier nebenbei gewartet. Das, ja, das ist wahrscheinlich bei euch auch so. Wenn ihr Glück habt, ist es direkt da. Ihr solltet aber auf jeden Fall klickbereit sein. Ich kann da das Add-on Rare Scan empfehlen. Das macht einen Ton. Ich habe ja mehrere WoW-Accounts. Einen habe ich hier abgestellt und dann quasi direkt drauf geklickt. Das mit den geteilten Loot bei diesen Schätzen ist quasi so, dass das nicht nur bei dem Schatz der Fall ist, sondern bei einigen anderen auch. Und da müssen wir jetzt wahrscheinlich noch länger warten. Gut, den haben wir jetzt eingetütet. Ich zeige es nochmal auf der Map. Also hier quasi bei 56, 60. Und das Ganze ist auch quasi Battle.net-Account gebunden. Also es müsste auch funktionieren, dass ihr mit einem Twink das aufmacht, den ihr hier abstellt und bekommt dann quasi auch für den kompletten Account den Fortschritt. Genau, jetzt sehen wir, haben wir hier 5 Stück. Die anderen 4 habe ich ja mit meinem Main aufgemacht. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar ein paar Meter weiter. Das ist hier oben auf den Koordinaten 62, 43.
Und dort haben wir eine Kobold-Spitzhacke. Die liegt da einfach rum. Auch die ist wieder so, dass sie sich den Timer teilt. Ich habe jetzt aber hier nur 5 bis 10 Minuten gewartet. Also die war jetzt relativ schnell da. Und das Ding ist auch Kriegsmeuten gebunden. Also das könnt ihr dann auch auf einen anderen Char schicken. 450, gut, ist jetzt vom Item-Level nicht sonderlich hoch. Übrigens, das Teil, was wir vorher gelootet haben, hat noch einen netten Effekt drauf. Wenn ihr sterbt dann oder sterben würdet, dann gibt es so ein kleines Schild, nochmal so ein Absorptionsschild. Ist ganz nett. Bin jetzt fast am bereuen, dass ich das nicht mit dem Main gelootet habe, sondern hier mit dem Zwing. Aber es ist eben im Endeffekt nur für die Außenbereiche, ne? Also jetzt auch nicht so strong. Dann sind wir auf dem nächsten Spot. Das war jetzt bei mir instant da. Und zwar sind wir hier auf den Koordinaten 77, 24. Und das ist eine Jadeperle. Da steht auch dran, dass die auch eine Weile quasi verschwindet, wenn die einer lootet. Aber bei mir war die jetzt direkt da, als ich rangeflogen bin. Also kann ich euch jetzt leider nicht sagen, wie lange das dauert. Aber ich vermute, das wird nicht so ein langer Spawn sein tatsächlich. Nochmal hier auf der Map. Quasi hier direkt unten dran. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar sind wir jetzt einmal hier oben auf den Koordinaten 59, 24. Und da haben wir Mooswollenblüte. Und hier muss quasi ein Schaf stehen. Also dieses hier, verlorene Mooswolle. Und wenn wir das anklicken, dann rennt es los. Und dem müssen wir jetzt nachlaufen, ne? Also hier Handy Notes zeigt auch schon im Endeffekt die Route an, wo es hinläuft. Und am Ende müsste da dann das Ding spawnen. Jetzt gucken wir mal. Ah ja, okay, das liegt wahrscheinlich daran, dass es jetzt verschwunden ist, weil ich hier gequestet habe. Ne, ich habe quasi eine Quest abgeschlossen, und zwar die verlorene Mooswolle. Jetzt müssen wir mal gucken, ob es mit dem Twink geht, der hier noch nichts gequestet hat. Probieren wir es mal mit dem aus. Dann da auch verschwindet, wisst ihr? So, also nochmal, wir klicken das Schaf an. Da seht ihr, jetzt ist hier kein so ein Sturm, da habe ich nämlich quasi das Ganze geskippt. Ah, okay, da ist der zweite Spot, aber den hatten wir mit dem anderen nicht, ne? Den zweiten Spot hier oben. Ah, doch. Okay, es scheint doch egal zu sein, ob man es gequestet hat oder nicht, das verschwindet bei beiden. Ich dachte mal, das hängt vielleicht damit zusammen, aber nee. Dann machen wir es auf dem Main hier fertig. Da haben wir den letzten Spot. Okay, passt. Und dann spawnt hier einmal ein Pflanze. Die können wir looten. Und es gibt sogar ein nettes Pet. Gut, dann sind wir damit fertig und können zum nächsten. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar hier oben bei den Koordinaten 53, 19. Und da ist jetzt wieder eine Kiste, die, die man nicht gleich öffnen kann, sondern wir müssen erst hier mit diesem Wasserinventar sprechen. Und der sagt, Perle verloren. Und jetzt müssen wir quasi seine Perle besorgen. Und die Perle, die ist hier unten an dem Wasserfall dran. Also nur ein paar Meter weiter, wie ihr seht. Die looten wir einmal. Und dann geht's wieder quasi zurück zum Wasserinventar. Und dann müssten wir den Loot kriegen. Ah ja, gut, ohne Elan wird's nix. So, die haben wir auch im Inventar, wie ihr seht. Jetzt quatschen mit dem, geben die Perle ab und dann haben wir hier einmal unseren Drop. Gucken wir an und dann schauen wir mal, was Schönes gibt. Ja gut, wir kriegen ein raues Item, was aber zumindest 300 Gold wert ist und natürlich wieder die 150 Ruf. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar hier einmal bei den Koordinaten 48, 31. Hier ist so ein kleiner Wasserlauf und oben an dem Wasserfall, an dem Beginn quasi, ist so eine kleine Höhle, ne? Da müssen wir so ein bisschen in eine Schlucht reinfliegen. Ich zeig's euch mal kurz. Also, ne? Hier endet der Wasserfall. Da ist diese kleine Schlucht mit der Höhle. Und hier drin müssen wir jetzt einmal was holen. Und zwar haben wir hier quasi eine Krabbe. Und jetzt können wir hier mit der quatschen. Wie kann ich euch helfen? Und als nächstes müssen wir jetzt einmal nach draußen und was suchen, so wie es aussieht.
So, ich habe jetzt gecheckt, wie das Ganze genau funktioniert. Und zwar mit dem, dass wir sie angequatscht haben, haben wir einmal diesen Krabbenflüsterast bekommen. Und mit dem Ast müssen wir jetzt 6 Krabben holen, die wir quasi zu ihr auf den Baum da packen sollen. Und im Handy-Notes sind die auch eingetragen. Also die erste ist jetzt hier oben bei den Koordinaten 41, 27. Und da gehen wir jetzt quasi hin, können das Ding anklicken oder den Stab wahrscheinlich. Und haben die einmal eingetütet. Also Nummer Uno haben wir. So, dann sind wir an dem Spot von Nummer 2. Das ist das Ganze hinten auf den Koordinaten 19, 58. Und da hockt die quasi auch hier wieder unter dem Baum. Der nächste Spot, den haben wir dann hier einmal auf den Koordinaten 50, 70. Und der ist jetzt auch wieder hier an so einem Baum dran. Also da ist die nächste Krabbe, die können wir dann auch wieder anklicken. Dann sind wir als nächstes hier auf den Koordinaten 74, 49. Also quasi hier bei dieser Metbrauerei. Und dort sitzt sie auch wieder ein bisschen im Gestrüpp neben einem Baum. Bei der nächsten habe ich jetzt ein bisschen suchen müssen. Und zwar ist die hier auf einer Insel auf den Koordinaten 70, 20. Und hier ist die jetzt nicht an einem Baum unten dran, sondern hier auf diesem Felsvorsprung. Ne? Und die können wir dann quasi auch einmal mit eintüten. Dann kommen wir zum letzten und hier würde ich empfehlen, das normale Fliegen anzumachen, also quasi hier mit Flugstil wechseln. Das geht nur, wenn ihr alles erkundet und die Kampagne durchgequestet habt, ne? Aber dazu habe ich auch schon ein Video erstellt. So, der letzte ist hier oben bei den Koordinaten 38, 41 und da müssen wir auf die Äste von dem Baum rauffliegen. Der ist ein bisschen versteckter und mit normalen Fliegen ist es ein Ticken einfacher, da in dem Gestrüpp zu landen als mit dem dynamischen. Und da müssen wir jetzt ein bisschen gucken, der müsste irgendwo hier hinten drin sein. Seht ihr, da ist er. Und auch den pflücken wir quasi aus dem Baum. Ich fliege nochmal einen Ticken raus, ne? Also ihr seht, auf dem Ast, auf dem kleinen seitlichen, war er quasi draufgehockt. Nochmal hier auf der Map. Dass ihr ein bisschen seht, wo wir gerade rumtigern. So, Dala, jetzt sind wir zurück in der Höhle und können jetzt mit ihr noch einmal quatschen. Und jetzt haben wir hier quasi die ganzen Krabben. Das Ganze ist irgendwie auch noch nicht übersetzt, wie ihr gerade gesehen habt. Also das ist dann noch der englische Text, obwohl ich mit dem deutschen Kleinspiel. Ist uns aber egal. Wir sind ja hier quasi nur für den Loot. Und hier haben wir dann einmal noch quasi den Schatz. Und das ist diesmal ein Toy. Hannas Medaillon heißt es. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar sind wir jetzt hier auf den Koordinaten 38, 43 und dort haben wir einen Mob hocken, der schimpft sich einmal einäugiger Tack und mit dem können wir einmal quatschen. Ihr seid schon mehrere Tage hier, Fragezeichen. Warum habt ihr Edelleute euch hierher gebracht? Okay, den Text könnt ihr euch selber durchlesen, wenn ihr das wollt. Wir müssen hier einfach ein paar Mal durchklicken und sobald wir das gemacht haben, fängt er an loszulaufen. Und am Ende seiner Reise müsste dann eine Kiste kommen und die können wir dann looten. Ah ja, schon mal, da hinten ist er jetzt. Und der stellt uns dann einmal hier seinen Schatz auf und das looten wir raus. Ein bisschen Ruf, ein paar von den Juwelensteinchen und damit haben wir dann jetzt den vorletzten Schatz auch eingetötet und brauchen nur noch die Axt, die eingesporene, aber das ist auch wieder so ein Teil, das quasi anscheinend eine längere Spawnzeit hat. Ich habe da meinen Twink schon wieder dran stehen seit einiger Zeit. Also ja, gucken wir mal, wann ich die kriege. Und dann sind wir am letzten Spot. Ich loote die Axt hier gleich mal. Danach zeige ich sie euch, wo sie ist. Denn ich habe da jetzt 1,5 Stunden, fast 2 gewartet drauf. Und zwar befindet sich die einmal hier auf den Koordinaten 58, 23 und ist in dem Haus drin, ne? Und ihr habt gesehen, die lehnt da einfach und ja, das ist auch wieder ein Shared Spawn. Und dementsprechend, hier sind auch Level 80er Mobs, ich bin hier mit dem Low-Level-Char, den ich hier abgestellt habe. Auf WoW Head habe ich gelesen, einer hat 2,5 Stunden auf das Ding gewartet. Es hat eine relativ lange Respawn-Zeit, aber naja, wenn ihr Glück habt, könnt ihr vielleicht das beim Vorbeifliegen finden, beziehungsweise Server-Hoppen ist auch eine Option. Ich habe es jetzt mit dem zweiten Account tatsächlich, ja, ich würde sagen, 1,5 Stunden oder so, das gekämpft. Und ja, damit sind wir dann tatsächlich auch durch
mit dem kompletten Achievement, Schätze der Insel von Dorn. Und ja, dann hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Wenn noch Fragen offen sind, dann schreibt die gerne in die Kommentare. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.